Hallo und herzlich willkommen nur zu einem neuen Video hier bei Final Fantasy 14 Heavensward. Und ja, es geht auf jeden Fall jetzt weiter bei den Mogris. Ich hoffe, es hat euch auch die vorigen Parts gefallen oder auch allgemein, falls ihr auch selber Final Fantasy 14 spielt. Ja, haut auf jeden Fall gerne bei den Parts jeweils eben halt gerne in die Kommentare, wie eben halt ja, die Sachen fandet auf jeden Fall, also die Quests. Und ja, letztes Mal musste ich ja eben halt ja, 510 erreichen. Das habe ich jetzt auch soweit. Ich werde irgendwann demnächst halt auch erstmal die Gourmet weiter hochziehen und alle anderen Crafter durch die blauen Scheine. Man kann jetzt so gesehen auch die Sachen bekommen. Oder man kann eben halt jetzt auch so ein Gear bekommen, wo gesehen für alle Klassen sind. Ja, ich bin eben halt noch am Schauen. Währenddessen ist es wichtig, Glasfaser zu farmen, um diese Sachen ja auch craften zu lassen. Und ja, das wäre es eigentlich soweit. Ich habe jetzt auch soweit meine Sammler hochgelevelt, wie ihr seht. Das brauche ich auf jeden Fall wegen der Relikt, also der Anima, der 240er. Aber dazu wird auf jeden Fall, ich glaube, ja, es müsste auf jeden Fall schon ein Video hochgeladen sein, wo ich dann so gesehen alles schon gezeigt habe und erklärt habe und so weiteres. Und ja. Die Dinge sind eben halt selbst auch selbst dort selbsterklärend, also ist nicht mehr so wie bei den vorigen. Und man kann ja auch nicht wirklich viel was falsch machen. Das hat ja Yoshi auch gemeint. Und soweit ich das auf jeden Fall so gesehen habe, kann man kaum was falsch machen. Aber ja, schaut euch auf jeden Fall mehr gerne mal den ersten Part an. Der zweite Part wird dann eben halt folgen, wenn ich dann so gesehen, ja, alle Stats so gesehen fertig habe. Und ja, wir den Abschluss der Quest dann machen könnten. Da werde ich auch selber erklären, wie ich das alles selber auch noch gemacht habe und wie ich das gemacht habe. Aber da müsst ihr noch, noch Geduld haben, auf jeden Fall. So, okay, wir kriegen jetzt hier 3 5er Materia zur Auswahl. Und ja, da müsste ich mal schauen, ne? Weil hier gibt es auf jeden Fall schon sehr praktische Dinger. So, kein Brunnen ohne Wasser heißt es. Ja, wie ihr auf jeden Fall jetzt schon der letzte Part mitbekommen habt, haben wir jetzt auch den Kontakt durch die Muki auch mit den Drachen nun. Ja, es war halt nur eine Frage der Zeit, bis die halt da auch dazu kommen. So, schauen wir uns das mal einfach mal an hier. Oh. Ah, Kreidetempel. Oben. Ich finde das Monument hier, ne, sieht immer noch echt klasse aus. Wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich auch nur, wow. Guckt euch das mal an, ne? Das ist echt sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Also da habe ich echt gestaunt, dass hier so ein mega Teil hier steht. Ah, da ist ja der Drache, ja. Gullinbursti. Nicht schlecht.
Okay. Kriegen wir auf jeden Fall hin. So. Da steckt er ja wieder. Okay. Ja, müssen wir wieder zurück. Dann schauen wir mal. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare hauen, wie ihr momentan die Mokris findet. Und ja, würde mal interessieren. Könnt auch gerne auch bei den anderen Parts mal gerne reinschauen oder sonst jeweils der Final Fantasy Videos. Würde mich auf jeden Fall freuen über eure Unterstützung auf jeden Fall. Und natürlich auch, dass dann die Community wächst und ja, auch Interessen austauschen und ja, auch gerne Feedback gibt und außerdem ja, auch selbst Unterstützung. Freue mich halt immer darüber. Ah. Okay. Aber das bringt uns leider nicht weiter. Hast du denn eine Idee? Wie kann der Brunnen mit Wasser versorgt werden? Wir verwenden einen Kristall als Wasserquelle. Wir stellen eine künstliche Wasserquelle her. Wie jetzt Kristall? So, dann machen wir uns mal dort oben auf. Schauen wir mal. Ja, so einen künstlichen würde auch gehen, aber ich gehe mal davon nicht aus. Vor allem, wenn sie, wird ja allgemein ja, Sachen aus Kristallen gemacht, ob jetzt als Energiequelle, aus Wasser, also allgemein als Energiequelle sowas halt, ne? Das mit Wasser zählt ja auch mit dazu und viele allerlei Dinge. Klar könnte man auch künstliche machen, aber ich denke mal, wir gehen von der Natur, denke ich mal, anstatt irgendwie so sowas halt in der Richtung. Könnte jetzt vielleicht so ökohaftig vielleicht rüberkommen, aber so als Final Fantasy Fan. Ja, waren Kristalle immer so ein Bestandteil hier bei den Teilen. So, aus dem Kristall quillt eine geringe Menge Wasser, nicht genug für einen Brunnen. Ah, stimmt ja, wir wollen ja so einen Brunnen machen. Ah, verdammt. Ah, stimulieren, ja. Ah, wir brauchen also einen Drachen, der das stimulieren kann. Okay. Ja, gut. um diese Energie freizusetzen. So, jetzt müssen wir wieder runter, aber da teleportiere ich mich lieber. Geht schneller. So. Darunter. Ja, sagen wir nun, was Sache ist. Vielleicht kriegen wir ja auf jeden Fall Unterstützung. So, kurz. Ach, da ist er ja. Vielleicht hilft er uns ja dabei. Wäre echt cool.
Super. Sehr schön. Jetzt reiten wir sogar auf ihn. Okay. Würde ich mal sagen, gehen wir dort wieder hin. Und dann tun wir mal den Kristall freisetzen. Das müsste bestimmt echt toll aussehen, wenn wir diesen Brunnen da haben. Selbst dort die Mauern sehen schon echt cool aus. Und jetzt auch das, diese leuchtenden Staubdinger. Also die würde ich gerne bei mir noch im Haus, im Garten haben. Weil das Coole ist ja, dass die nachts über oder so leuchten. Also erst sind die tagsüber so weiß, also haben diese normalen Farbe. Und dann nachts leuchten die halt so rosaartig. Und das sieht ziemlich cool aus, so vom Effekt her. Haben sowas wie so Lampenstyle dort, ne? Also sieht schon echt auf jeden Fall stylisch aus. Und ja. Man will ja immer echt coole Sachen beim Housing stehen haben, eigentlich. So als Deko alles. So, okay. Da haben wir Vorarbeiter Mokzin. Auslegkristall. Okay, jetzt müssen wir diesen Move hier anwenden. Wir müssen das auswählen und dann. Zack! Oh, jetzt ist das richtig am Leuchten. Wasser sprudelt aus dem Kristall. Genug, um damit einen Brunnen zu füllen. Schnell. Den nehmen wir mit. Okay. Ja, hoffen wir auf jeden Fall. Weil dem müsste jetzt doch da wegtransportiert werden. Dann wäre das soweit dann fertig. Also war das doch gar keine so schlechte Idee mit dem Kristall. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare hauen, ja. Was der bei euch sagen würde, falls ihr auf künstliche Basis gehen wollt. Also würde mich mal auch mal interessieren, auf jeden Fall. Wenn ihr immer die gegengesetzte ja, Antworten gebt, würde mich natürlich freuen, wenn ihr da auch gerne mal in die Kommentare reinhaut, was sie dazu gesagt haben und solches. Mal schauen. Ah, da ist es ja. Aber der Dach ist ja auch groß genug, um das rein theoretisch transportieren zu können. So. Bam, 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 badada, bam, bam, bam. Dun, dun, Oh, ein Originalzustand also. Da muss man recht gerecht werden. Denn Brunn ziert einst eine Steinstatue, Steinstatue als Zeichen wahrer Freundschaft. Wow, ist der Bad. Uiuiui.